Okay, fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in ökonomische Analyse des Rechts mit Institutionen ökonomischen Grundlagen. Wie immer vorab der Blick auf das Organisatorische. Was bleibt jetzt noch für diese Vorlesung? Wie gesagt, mit dem Inhalt sind wir durch. Heute wollte ich kurz mit Ihnen besprechen, was bei den Experimenten an Daten rausgekommen sind, ob sie interessant gespielt haben, ein bisschen zur Theorie, ein bisschen auf die Theorie eingehen, die hinter den Spielen steckt, und dann alle wichtigen Infos zur elektronischen Klausur geben und die restliche Zeit in der Vorlesungszeit steht dann zur Verfügung für Wiederholungssitzungen. Ich habe bis jetzt genug Stoff, denke ich, für ein bis zwei Vorlesungen, denke ich, mit Wiederholungsfragen. Also mit ja, allem, was nützt, also was nutzbar ist von den Fragen. Ein paar von den Fragen waren einfach nicht spezifisch genug. Und was ich in den Wiederholungssitzungen auf jeden Fall vorhabe, ist Ihnen auch zu zeigen, wie Klausuraufgaben potenziell aussehen könnten. Ich habe das Gefühl, dass es bei einigen von Ihnen vielleicht eine Unsicherheit darstellt, einfach weil Sie nicht genau wissen, wie das aussehen könnte. Wird das so sein wie die Übungsaufgaben? Wird das anders sein? Ja, da habe ich vor, Ihnen das einfach zu zeigen, damit, weil das sollte kein Faktor sein, der irgendwie negativ auf Ihr Ergebnis wirkt. Insbesondere werden wir uns anschauen, wie Sie an der Tastatur Rechnungen eingeben können, falls Sie mal was rechnen müssen in der Klausur. Genau, weil im Endeffekt haben Sie ja nur die Tastatur und die Maus zur Verfügung und da kann es manchmal ein bisschen ungewohnt sein, Rechnungen anzugeben, ne? Weil man da nicht ganz so flexibel ist. Wenn es großes Interesse gibt, die Wiederholungssitzungen im Hörsaal zu machen, dann kann ich das machen, aber dann müssen Sie das rechtzeitig vorher äußern und in ausreichender Zahl. Von meiner Seite aus plane ich im Moment, die Sitzung zu Hause zu halten. Aber Sie können da ruhig Interesse äußern, das hier zu halten, wenn Sie möchten. Eine Sache wollte ich noch. Ne, ich glaube, das war's. Zum Ablauf, zum restlichen Ablauf der Vorlesung, haben Sie da noch Fragen? Ob man sich jetzt schon für den zweiten Termin der Klausur anmelden kann, weiß ich nicht. Haben Sie schon mal probiert? Geht nicht. Geht. Noch nicht drin. Also ich habe nicht gefunden. Im Wintersemester ist er noch nicht drin? Nee, weil der ja schon im nächsten Semester ist. Wir müssen warten, bis das nächste Semester angelegt ist. Das war letztes okay. Jahr von Mannheim schon so. Ja. Für den Alternativtermin muss man warten, bis das nächste Semester angefangen hat und dann stellen die ersten Termine. Okay, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass Sie erst ab wann? September, Oktober? Ja, ab Oktober. Ja. Erst ab Oktober? Ja. Das klingt ein bisschen spät. okay, das gucke ich nochmal nach. Aber ja, das Prüfungsamt wird es garantiert so machen, dass sie auf jeden Fall genug Zeit, also dass die Frist, dass da mindestens die Frist ist, denke ich. Wie gesagt, zur Wiederholungsklausur, falls es jemand vergessen haben sollte, Sie können sich von vornherein für die Wiederholungsklausur anmelden. Sie müssen nicht sich für die erste anmelden, da durchfallen, um die zweite schreiben zu können. Aber ich bitte Sie auch zu bedenken, dass Sie sehr riskant spielen. Wenn Sie erst zur zweiten Klausur kommen und die nicht bestehen, dann haben Sie erst in einem Jahr die Möglichkeit zu wiederholen, ohne Ausnahme. Und wer weiß, wie dann die Vorlesungen und die Inhalte aussehen werden. Muss man, wenn man jetzt die erste Klausur nicht besteht, auch zum zweiten Termin schreiben? Nein, anscheinend. Da kennen Sie sich besser aus als ich. Wenn Sie hundertprozentig sicher gehen wollen, schauen Sie die Prüfungsordnung und fragen zur Not im Prüfungsbüro nach. Aber ich bin da wirklich nicht die beste Adresse für solche Fragen. Ich korrigiere nur die Klausur. Auch am Klausurtag. Sollte es zum Beispiel passieren, dass Sie sich
sie sind sich sicher, dass sie sich angemeldet haben, aber sie stehen nicht auf der Liste, dann können sie im Zweifel von meiner Seite aus gerne mitschreiben. Auch im E-Klausuren-Center gibt es mindestens ein, zwei Plätze für unangemeldete Leute, die dann unter einem Gastaccount schreiben können. Aber ob der Versuch gewertet werden darf, darauf habe ich keinen Einfluss. Das müssen Sie dann mit dem Prüfungsbüro regeln. Ich korrigiere die Klausur mit, aber ich entscheide nicht, ob der Versuch gewertet wird oder nicht. Das muss mit dem Prüfungsbüro geregelt werden, ob Sie nachweisen können, dass Sie sich angemeldet haben oder nicht. Ne? Noch Fragen? Okay, dann schauen wir uns mal an, was in den Experimenten passiert ist. Wir hatten im Durchschnitt 26 Teilnehmer. Das erste Spiel war das Gefangenendilemma. Das kennen Sie alle. Hier die Payoff-Matrix aus dem ersten Spiel. Da können Sie mir bestimmt sofort sagen, was hier aus theoretischer Sicht das Nash-Gleichgewicht ist und was das sozial optimale Gleichgewicht oder die sozial optimale Situation ist. Der erste Payoff ist für den Zeilenspieler. Der zweite Payoff ist für den Spaltenspieler. Also ist hier das Nash-Gleichgewicht. Okay, genau. Also, wir haben hier das klassische Gefangenendilemma. Die Payoffs sehen ein bisschen anders aus, als sie es bis jetzt hatten, aber die Struktur ist die gleiche. Ne? Das ist das Wichtige, auch für die Klausur zu merken. Also, ich könnte da auch einfach Buchstaben reinschreiben und es wäre immer noch ein Gefangenendilemma, wenn man die richtigen Annahmen trifft. Okay, das heißt, wir würden von rationalen Spielern erwarten, dass sie immer Bottom, Right und Right spielen. Okay, warum? Haben es eben gesagt, es ist dominant. Indem man kooperativ spielt, setzt man sich immer dem Risiko aus, zu verlieren, also null zu haben, wenn der Gegenüber nicht kooperativ spielt. Okay? Und das antizipiert man und deswegen spielt man selber nie kooperativ. Aber aus gesellschaftlicher Sicht kann man die höchste Summe der Payoffs erreichen, wenn man jeweils kooperativ spielt. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Erstmal den Gesamtdurchschnitt der jeweils gewählten Strategien. So, was steht hier? In dieser Zelle steht, wie viele von den Zeilenspielern Top gespielt haben, wie viele von den Zeilenspielern haben Bottom gespielt und hier steht, wie viele von den Spaltenspielern Left und Right gespielt haben. Wie würden Sie das beschreiben und interpretieren? Man sieht ja, dass die die Ergebnisse im Durchschnitt immer, also im Gesamtwert immer runtergehen. Und man sieht auch, dass die Person sich aber regelmäßiger für das Nash-Gleichgewicht entschieden hat, als die andere Option. Weil die Zahlen dann höher sind. Ja, also es haben sich deutlich mehr Leute dafür entschieden, nicht kooperativ zu spielen in den Runden. Wobei, also bei den Zahlen wird natürlich so getan, als ob wir 26 mal 12 verschiedene Spieler gehabt hätten. Ne? Also es sind natürlich 26 Leute, die 12 Runden spielen, aber die Prozentzahl ergibt sich daraus, dass wir alle Spielzüge betrachten.
Ja, wir sehen auf jeden Fall, die meisten, also 73% der Spaltenspieler haben nicht kooperativ gespielt und 66% der Zeilenspieler nicht kooperativ auch. An sich haben wir also eine deutliche Tendenz zum nicht kooperativen Gleichgewicht, besonders wenn beide gleichzeitig nicht kooperativ spielen, aber nicht ganz so vollständig, wie wir es vielleicht aus theoretischer Sicht erwarten würden. Ne? Also, wenn sie wirklich ganz rational wären, dann hätten sie eigentlich nie kooperativ gespielt, aber es gab immer wieder Versuche und mitunter, also von den Zeilenspielern hat ein Drittel, wurde in ein Drittel der Runden kooperativ gespielt. Vielleicht kann jemand berichten, der mitgespielt hat. Was haben sie sich dabei gedacht, wenn sie kooperativ gespielt haben? Und wie wurde es ihnen, was hat ihr Gegenüber dann gemacht? Also wenn man kooperativ spielen würde, also oder wenn man das versucht, dann könnte man ja im Endeffekt bei 80-80 landen. Und dadurch konnte man ja so ein bisschen antesten, ob der andere mitspielt. Und ja, wenn man halt gemerkt hat, der Gegenspieler nutzt das aus, dann ist man auch wieder zurück, also im Falle Left-Right, dann ist man wieder zurück zu Right gegangen, weil dann hat man immerhin also sie haben es tatsächlich so gemacht, sie haben ein paar Mal versucht, kooperativ zu spielen und dann hat es nicht geklappt und dann sind sie zurück zu nicht kooperativ gegangen. Okay. Also implizit sprechen sie da einen wichtigen Punkt an. Wir hatten hier natürlich keine Kommunikation. Ne? Also in der echten Welt, wenn wir da eine Situation haben, wo wir sagen würden, das ist ein Gefangendilemma, dann sind das zwei Akteure, die sich sehen können oder die telefonieren oder die in irgendeiner Weise kommunizieren. Und das öffnet natürlich die Tür für ganz andere Strategien noch. Ne? Also Versprechen und dann noch mehr enttäuscht werden oder keine Ahnung. Hier hatten wir keine Kommunikation und das heißt, ihre Art der Kommunikation war, ein paar Mal kooperativ zu spielen, um zu sehen, ob der andere mitmacht. Und danach, wenn er nicht mitmacht, dann halt nicht kooperativ zu spielen. Gab es noch andere Eindrücke? Sie haben natürlich alle versucht, kooperativ zu spielen. Haben Sie sich während der 12 Runden immer gleich verhalten? Haben Sie von vornherein irgendein Konzept gehabt, so wie die Kommilitoninnen, oder haben Sie zwischendurch komplett Ihre Vorgehensweise aufgegeben? Okay, also Sie haben auch ab und zu mal probiert, kooperativ zu spielen, aber dann hat es nicht irgendwie nachhaltig geklappt und dann statt immer nur null zu haben, sind Sie dann wieder zurück zu der anderen Strategie. Ach so, ich wollte noch an der Stelle sagen, Entschuldigung an alle, die bei denen es gehakt hat. Der Ablauf, ja, den Ablauf kann ich leider nicht anders machen. Ich muss den Ablauf so machen, dass immer feste Paarungen spielen, weil wir nicht gegenüber saßen. Ne? Ich konnte nicht sagen, jetzt fangen sie an und jetzt hören sie auf. Und deswegen musste ich in festen Paarungen spielen. Und deswegen kam es manchmal vor bei den Leuten, die sich als letztes angemeldet haben, dass sie dann kein Gegenüber hatten. Und ich glaube, eine Teilnehmerin hat auch in zwei Spielen es nicht geschafft, reinzukommen. Das tut mir sehr leid. Das ist einfach Pech gewesen. Je größer die Beteiligung, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sowas passiert. Aber bei 26 Leuten ist es relativ wahrscheinlich, dass sowas passiert. Aber wenn ich es anders gespielt hätte, dass in jeder Runde jemand neu zugeteilt wird, dann hätte es viel mehr unvollendete Spiele gegeben. Ne? Weil Leute vielleicht zwischendurch aufhören zu spielen oder es irgendwelche Probleme gibt. Okay, wir haben uns jetzt eben den Gesamtdurchschnitt angeschaut. Hier haben wir abgetragen den Durchschnitt in den jeweiligen Runden. Die blauen Punkte sind der Durchschnitt in der jeweiligen Runde
von den Leuten, die top gespielt haben, also kooperativ. Und die roten Punkte ist der Durchschnitt in jeder Runde von den Leuten, die left gespielt haben. Und das Ganze ging über 12 Runden. Ach so, es war ja nicht vorgegeben. Sie wussten ja nicht, dass es 12 Runden geht. Hat irgendjemand sich darüber Gedanken gemacht oder irgendeine Strategie sich überlegt oder hatten Sie hat das in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt für Sie? Ich habe gedacht, wenn man irgendwann kooperativ spielt, hört das endlich auf. Okay. Hat aber nicht geklappt. Okay. Ich hatte in den ganzen letzten Runden immer so sagen, Drittel, dann nicht mehr kooperativ gespielt, weil ich mir dachte, naja, wenn das jetzt irgendwann zu Ende geht und ich jetzt weiterhin nur 0 bekomme, dann sieht das zum Ende halt ziemlich schlecht aus. Also am Anfang ist man da vielleicht noch ein bisschen risikobereiter. Okay. Okay, aber Sie haben schon irgendwie ein Stück weit antizipiert, okay, bald könnte die letzte Runde sein und da möchte ich nicht immer nur Null haben, sondern auch ein bisschen was sammeln, ja, okay. Ja, also das war eine Einstellung, die ich machen konnte. Entweder Sie wissen vorher, welche Anzahl von Runden es gibt oder nicht. Wenn Sie es vorher wissen, dann kommt typischerweise raus, dass in der letzten Runde eigentlich alle nicht kooperativ spielen oder fast alle. Und das ist halt, ja, also es ist ein nettes Ergebnis, aber es ist halt relativ vorhersehbar. Okay, wir sehen auf jeden Fall, wir haben relativ starke Fluktuationen. Ne? Ich würde sagen, prinzipiell sind die Zeilenspieler insgesamt, haben es ab und zu mal probiert, mehr kooperativ zu sein. Aber insgesamt haben wir sehr starke Fluktuationen. Also Sie sehen, in den ersten beiden Runden haben die Zeilenspieler fast zur Hälfte versucht, kooperativ zu spielen. Und die roten Punkte zeigen aber, okay, die Spaltenspieler haben nicht wirklich mitgemacht. Und danach waren die Zeilenspieler sehr enttäuscht und haben dann so einen Trend gezeigt und noch weiter runter. Aber interessanterweise haben sie es dann doch wieder probiert, ein bisschen kooperativer zu spielen, aber die Spaltenspieler haben das natürlich wieder schamlos ausgenutzt. Ich formuliere das jetzt so, natürlich kann man das nicht streng genommen nicht so formulieren, weil sie simultan gespielt haben. Ne? Also es war nicht so, dass sie gesehen haben, der Gegenüber spielt kooperativ und sie haben das ausgenutzt. Aber wir haben auch Runden, in denen die Situation umgedreht ist. Ne? Also in der Runde 8 zum Beispiel hat die Hälfte der Spaltenspieler versucht, kooperativ zu spielen und die Zahlenspieler dann nicht. Und insgesamt haben wir sehr viel Fluktuation. Okay, und um das noch genauer zu sehen, können wir uns einzelne Paarungen anschauen. Da sieht man dann noch besser die Dynamik, die da drin steckt. Wir haben jetzt hier die eine Linie, also eigentlich in diesem Diagramm gibt es nur zwei relevante Werte, 2 und 1. 1 steht für kooperativ und 2 steht für nicht kooperativ. Und wo in jeder Runde sie landen, das steht halt da, wo das Paar gespielt hat. Also zum Beispiel hier, Runde 2 hat diese Paarung hier das nicht kooperative Gleichgewicht gespielt. Beide nicht kooperativ, beide 2. In der nächsten Runde hat der eine nicht kooperativ gespielt und der andere hat es probiert, kooperativ zu spielen. Dann sind sie wieder zurück zum Nicht-Kooperativen. Und Sie sehen, der blaue Spieler hat es mehrfach probiert, aber der andere Spieler hat sehr konsistent eigentlich ab Runde 2 immer nicht kooperativ gespielt. Genau, und Sie sehen, der Blaue hier hat wieder es probiert, aber ist im Endeffekt sind beide wieder im nicht-kooperativen Gleichgewicht gelandet. Ne? Also das wäre so ein bisschen, ne, was Sie beschrieben haben. Sie haben es mal probiert, aber irgendwie ist der andere nicht auf eingegangen und dann haben sie es halt aufgegeben. Anderer Verlauf.
Wäre sowas auch sehr interessant? Wie würden Sie das interpretieren? Genau, also hier scheint es tatsächlich geklappt zu haben. Ne? Also der blaue Spieler hat hier wieder versucht, am Anfang mal die, zu, irgendwie mal die zu, wie sagt man das? Mal die Fühler auszustrecken, ob das Kooperative erreicht werden könnte. Wurde aber zweimal bestraft und dann sind sie dreimal im Nicht-Kooperativen gelandet. Und dann hat der andere Spieler es mal wieder probiert. Und in der nächsten, und das wurde dann vom Blauen sofort als Signal interpretiert wahrscheinlich. Okay, der will kooperativ spielen und ab da haben sie es dann geschafft, den Rest des Spiels kooperativ zu spielen. Ne? Das ist auch ein relativ typischer Verlauf, der rauskommen kann. Okay, hier gibt es viel Bewegung. Wie würden Sie das interpretieren? Ja, wo sehen Sie das? Wo sehen Sie das? Ja, weil die Schwankung, wenn der eine hochgeht, geht der andere runter oder versucht es zumindest. Also immer gegensätzlich zu spielen. Also zum Beispiel Runde 2. Der hier spielt kooperativ. Der hat immer diese Gegensätzlichkeit. Genau, und der andere denkt dann vielleicht, oh, der will kooperativ spielen und es dreht sich sofort um. Ne? Also und dann spielen sie wieder beide nicht kooperativ und dann versucht der eine es wieder. Ah, vielleicht kooperativ, vielleicht. Und da, wo der andere darauf eingeht, spielt der Blaue wieder nicht kooperativ. Also es könnte ein ganz komisches, eine komische Nicht-Koordinierung sein. Das ist wirklich, dass sie sich immer verpasst haben, aber es könnte auch wirklich sein, dass sie, dass beide Spieler konstant versucht haben, sich gegenseitig auszutricksen. Ne? Das kann natürlich sein. Und am Ende wieder das Nicht-Kooperative. Eine letzte Paarung, die wir uns noch anschauen. Wie würden Sie das hier deuten? Genau, also der gelbe oder braune Spieler hat bis hier probiert, immer wieder Kooperation anzubieten, und aber das war quasi das letzte Mal hier in Runde 6 und ab da hat der dann nur noch nicht kooperativ gespielt und sogar in den letzten beiden Runden dann Glück gehabt, dass der blaue es dann wieder versucht hat, aber ja, also hier könnte man sagen, hier, es wurde so eine Art Bestrafungsstrategie gespielt. Okay, bis zum gewissen Punkt probiere ich es ab und zu mal, aber ab da spiele ich nur noch nicht kooperativ. Okay.
Okay. Sonst noch irgendwas, was Ihnen aufgefallen ist beim Gefangenendilemma? Okay, dann gehen wir zum zweiten Spiel über. Das war von der Struktur ziemlich simpel gestrickt, wenn Sie es sich mal überlegen. Also, wenn wir es jetzt hier vor Ort spielen würden, hätte ich zwei Karten für die zwei Spieler und der eine Spieler zieht eine Karte und sieht, ist das die höhere oder die niedrigere und sagt daraufhin Fold oder Raise und der andere sagt Call oder Fold. Und ja, derjenige, der das Ass hat, kann potenziell gewinnen und derjenige, wenn der Proposer, der Erste, den König zieht und trotzdem Raise sagt, dann ist das natürlich ein Bluff und die Frage ist, inwieweit das hier funktionieren kann. Eine andere Frage, die man sich hier stellen kann, ist das ein faires Spiel für beide Spieler? Und eine andere Frage natürlich, was hat das Ganze mit Signaling zu tun? Was würden Sie denn sagen? Was hat dieses Spiel hier mit Signaling zu tun? Genau, also diese Strategie des Bluffens, das ist ja eine Form des Signaling. Ne? Also entweder indem man hochsetzt, kann man ja signalisieren, okay, man hat gute Karten. Außer man lügt. Und dann ist das ein Signal, dass man eher schlechte Karten hat. Aber das ist genau das hier. Ne? Also denken Sie zurück an die Vorlesung zu Signaling und Produktivität und Studium. Da ging es ja darum, der Arbeitgeber kann nicht sehen, ob derjenige, den er einstellt, ob der hochproduktiv oder niedrigproduktiv ist. Das steht ihm nicht auf der Stirn geschrieben. Er kann nur beobachten, ob der Arbeitnehmer studiert hat oder nicht. Okay? Und das kann unter Umständen dazu führen, dass es so eine Art separierendes Gleichgewicht gibt. Ne? Also, dass die produktiv sind, immer studieren, dass die nicht produktiv sind, nicht studieren und dass der Arbeitgeber nur die zum hohen Lohn einstellt, die studiert haben und damit hochproduktiv sind. Und die Frage ist, ob das hier auch klappt. Man kann das Ganze durchrechnen, das wird erstaunlich mathematisch dann. Es gibt so eine Mittellösung. Es gibt kein streng separierendes Gleichgewicht, aber so ein semi-separierendes. Es kann also passieren, dass das Signal des Raise, dass das Signal zu einem separierenden Gleichgewicht führt. Das hier ist die Auszahlungsmatrix. Zusammengefasst, im Spiel war das ja so, dass sie entweder eine oder andere, die andere Auffangungsmatrix hatten, aber hier haben wir es einfach nach den Strategien sortiert. Also der Proposer kann entweder Raise oder Fold sagen, abhängig davon, ob er Ace oder King hat, macht insgesamt vier Handlungsoptionen und der Responder kann jeweils nur Fold oder Call sagen. Also er kann das nicht konditional machen. Er sieht nur, ob der andere Raise oder Fold gemacht hat. Und Sie sehen, wenn der Proposer ein Ass hat und erhöhen will und der andere geht drauf ein, dann gewinnt der Proposer mit 2 und der andere hat minus 2. Und genau umgekehrt ist es, wenn der Proposer den König hat und der andere geht drauf ein. Was ist jetzt dabei rausgekommen? Im Durchschnitt, die ein Ass gezogen haben, haben in 95% der Fälle Raise gespielt. Okay, das ist schon mal die erste Zutat, die wir für ein separierendes Gleichgewicht brauchen. Aber die König gezogen haben, haben in 57% der Fälle trotzdem Raise gespielt. Ja, also mehr als die Hälfte hat trotzdem, trotz der schlechten Karte, versucht zu bluffen. Das heißt, das mit dem Separieren klappt nicht so ganz hier mit diesem Signal. Okay. Und als Antwort auf ein Raise haben die Responder in 60% der Fälle auch Call gesagt. Das heißt, anscheinend haben die Responder dann auch sich auch mit einem Bluff gerechnet. So würde ich das interpretieren, weil man sich ja dann ausrechnen muss, okay, wahrscheinlich gewinne ich dabei. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie das denn
empfunden während des Spielens? Okay. Das Spiel hat bei mir, glaube ich, bis zum Ende des nächsten noch gedauert und war nicht zu Ende. Also okay, das zweite hat bei Ihnen nicht so richtig geklappt, tut mir leid. Ja, entweder Ihr Gegenüber war ganz weg oder hat wirklich für jede Entscheidung 20 Minuten gebraucht. Vielleicht hat Ihr Gegenüber ja versucht, das separierende Gleichgewicht auszurechnen. Okay, die anderen, was haben Sie sich bei diesem Spiel gedacht? Okay. Ist jemand hier, der Proposer war? Ja, wie haben Sie gespielt? Also ich muss sagen, ich habe eigentlich immer Race gespielt. Okay. Okay. Also ich verstehe jetzt nicht so ganz den Bluff, von dem Sie gesprochen haben. Vielleicht wird das klarer, wenn wir uns die erwarteten Payoffs jetzt mal anschauen. Erstmal den Bezug zu dem Spiel, das Sie aus der Vorlesung gesehen haben. Das hier war das, was Sie gesehen hatten mit dem Arbeitsmarkt. Und so ziemlich in der gleichen Form können wir das auf das Spiel hier übertragen. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ne, also es sieht super simpel aus, aber tatsächlich kann man eine relativ komplizierte Struktur daraus ableiten. Das hier war ja mit Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Studium, Nichtstudium und auf qualifizierte Arbeit einstellen und auf einfache Arbeit einstellen. Und hier oben entscheidet Mutter Natur, ob der Arbeitnehmer hochproduktiv oder niedrig produktiv ist. Und das können wir eigentlich 1:1 hier übertragen. Auf der ersten Stufe entscheidet die Natur, ob sie einen Ass oder einen König ziehen, quasi. Also es ist eine Zufallsentscheidung mit Wahrscheinlichkeit 1,5, wenn es ein faires Deck ist. Genau, und dann ist der Proposer dran. Das ist das P. Der Proposer entscheidet sich für Raise oder Fold. Dann ist der Responder dran und der Responder entscheidet sich jeweils für Call oder Fold. Und dann kommen hier die Strategien, die Auszahlungen raus. Und das können wir von eben, also dann haben wir hier noch die Informationssets. Die gestrichelten Linien brauchen wir, weil der Responder weiß nicht, ob er links in dem Teilbaum links oder rechts ist. Ne? Deswegen haben wir hier die gestrichelten Linien. Die geben an, wo die geteilte Informationsmenge ist. Ne, weil der Responder weiß wirklich nicht, ob er es mit dem Ass oder dem König zu tun hat. Ne, das ist damit hier gemeint. Und dann haben wir hier die Auszahlung, die kennen Sie, müssen wir nur zuordnen aus dem Spiel eben. Genau, 8 für die 4x2 möglichen Situationen. Genau, und das ist die Strategie. Und da können wir eben versuchen, Nash-Gleichgewicht zu finden. Indem wir, das ist jetzt ein bisschen anders, als wir es in der Vorlesung gemacht haben, aber man kann es auch so machen, indem wir eine Auszahlungsmatrix aufstellen von den erwarteten Auszahlungen für jede Strategienkombination. Okay? Der Proposer hat 4
mögliche Strategien. Der kann entweder sagen, er spielt immer Raise, ne? Er kann sagen, er spielt immer Fold, also unkonditional. Oder der Proposer kann sagen, er spielt Raise nur, wenn er ein Ass hat, also quasi eine wahrheitsgemäße Strategie. Oder er spielt Raise, wenn er ein King hat, also quasi eine Bluff-Strategie. Und der Responder kann nur Call oder Fold sagen. Und dementsprechend haben wir 8 verschiedene Kombinationen von Strategien. Hier unten haben Sie die fixen Auszahlungen. Und jetzt, was sind denn die Wahrscheinlichkeiten? Die erwarteten Auszahlungen. Ich mache das erste Feld mal für Sie. Also, wenn wir hier sind, also der Proposer spielt immer Raise und der Responder spielt Call, dann haben wir einen Erwartungswert von 2 Sachen, die jeweils mit 1,5 gewichtet werden. Was ist die erwartete Auszahlung für den Proposer, wenn er immer Raise spielt? Dann hat er entweder das das oder das. Ist das richtig? Ich mal kurz spicken. Ich habe es mir vorher angeschaut. Ach so, okay, sorry. Gehirnblock. Wir sind ja hier bei Call. Der Responder spielt Call. Okay, das heißt, das hier brauchen wir nicht. Kommt jetzt immer noch nicht hin. Ach so, okay. Wir sind bei Call. So, das hier haben wir, okay. Mit Wahrscheinlichkeit 1,5 habe ich den Payoff 2, nämlich wenn ich einen Ass gezogen habe. Mit Wahrscheinlichkeit 1,5 habe ich den Payoff minus 2. Wow, das hat lang gedauert. Sorry. Macht 0, okay. 0 für den Proposer. Und für den Responder haben wir umgedreht, mit Wahrscheinlichkeit 1,5 den Payoff, mit Wahrscheinlichkeit 1,5 den, macht auch 0 und deswegen hier die 0. Okay, so. Ja. Sie müssen schon zeigen können, warum die erwarteten Auszahlungen so sind wie hier. Ja. Also eine Matrix-Auszahlung sowas, okay. Das ist genau das. Deswegen machen wir das jetzt doch. Was sind denn die anderen erwarteten Auszahlungen? Wenn der Proposer immer Raise spielt und der Responder spielt Fold, wie sind denn dann die erwarteten Auszahlungen? Responder mit
Also minus 1. Okay. Nachvollziehbar? Wir sind, also der Responder spielt Fold und der Proposer spielt immer Raise. Das heißt, der Proposer hat entweder das hier mit Wahrscheinlichkeit 1,5 oder das hier und der Responder hat entweder das hier mit Wahrscheinlichkeit 1,5 oder das hier. Okay? Und Erwartungswert davon ist minus 1. Wie ist es, wenn der Proposer wahrheitsgemäß Raise spielt? Und der Responder Call. Okay, das heißt, wir sind hier. Der Proposer spielt nur Raise, wenn er ein Ass hat und ansonsten spielt er Fold. Das wäre das hier und das hier, ne? Die zwei Pairs. Also wenn er ein Ass hat, spielt er Raise. Wenn er ein King hat, spielt er Fold. Das sind die beiden Auszahlungen, die in den Erwartungswert eingehen. Und dementsprechend die erwartete Auszahlung für den Responder ergibt sich dann hier raus. 1,5 mal minus 2 plus 1,5 mal plus 1. Okay? Macht was? Minus 1 plus 1,5 macht minus 1,5 für den Responder und für den Proposer plus 1,5. Okay. Bei Fold. Wie sieht es da aus? Der Proposer spielt wahrheitsgemäß und der Responder spielt Fold. Mhm. Für den Responder ist es dann 1,5 mal minus 1 plus 1,5 mal 1. Okay. Macht 0 jeweils? Sehe ich das richtig? So, okay. Der Proposer spielt Bluff und der Responder spielt Call. Was haben wir dann für erwartete Auszahlungen? Was spielt der Proposer denn, wenn er Bluff spielt? Er spielt Raise, wenn er einen King hat.
und Fold, wenn er das Ass hat. Denn sonst wäre er ja der, der immer Raise spielt. Was ist dann die erwartete Auszahlung? Genau. Und für den Fold, für den Responder haben wir dann äquivalent 1,5 mal 1 plus 1,5 mal 2. Okay. Das obere für den Proposer macht minus 3 halbe. Und der Responder hat plus 3 halbe. Okay. Bei Fold haben wir für den Proposer mit Wahrscheinlichkeit 1,5 minus 1, mit Wahrscheinlichkeit 1,5 plus 1. Macht 0. Und für den Responder haben wir mit Wahrscheinlichkeit 1,5 plus 1. Und mit Wahrscheinlichkeit 1,5 minus 1 macht auch 0. Okay. Und letzte Zeile, wenn der Proposer immer Fold spielt, dann haben wir also das und das, also die zwei Zeilen, die relevant sind. Wenn der Responder Call spielt, dann hat der Proposer mit Wahrscheinlichkeit 1,5 minus 1 oder minus 1 macht minus 1 und der Responder hat mit Wahrscheinlichkeit 1,5 plus 1 oder plus 1 macht plus 1. Und in der anderen Zeile ich hoffe, Sie haben das Prinzip inzwischen verstanden. In der anderen Zeile, wenn der Responder Fold spielt, hat der Proposer entweder minus 1 oder minus 1 macht minus 1 und der Responder hat plus 1 oder plus 1 macht plus 1. So, das ist die Auszahlungsmatrix der erwarteten Auszahlung aus dem Spiel. Sieht ein bisschen anders aus als die ursprüngliche. Kommt hin? Ja, gut, kommt hin. Das ist leserlicher als das, was ich da hingekritzelt habe. Okay, jetzt aber die eigentliche spannende Frage. Gibt es hier ein Nash-Gleichgewicht? Damit Sie das besser sehen können, mache ich mein Kritzel mal weg. Gibt es hier ein Nash-Gleichgewicht in dieser Auszahlungsmatrix, also der oberen, ja, die wir gerade erstellt haben?
ist entweder ja oder nein. Nein, kein Nash-Gleichgewicht. Wie haben Sie es gesehen? Mit besten Antworten oder dominierten Schreiben? Wie haben Sie es? Das sind die besten Antworten des Proposers. Für den Responder die besten Antworten sind das, das, das. Und hier kommt es darauf an, wie wir es handhaben. Aber wenn wir einfach beide nehmen, wenn es gleich ist, dann sehen wir, keine Situation, keine Strategienkombination stellt eine gegenseitig beste Antwort dar. Ne? Das heißt, wir haben hier kein Nash-Gleichgewicht in reinen Strategien. Und deswegen, ja, es ist nicht so, dass einer von Ihnen von vornherein gesagt hat, hey, es lohnt sich immer, das zu spielen. Weil es gibt hier keine reine Strategie, die sich immer lohnt. Man kann aber zeigen, wenn man das durchrechnet, dass es hier ein Gleichgewicht in gemischten Strategien gibt. Und dann kann man weiterhin noch zeigen, dass die erwartete Auszahlung für den Proposer größer 0 ist insgesamt im Nash-Gleichgewicht. Und die erwartete Auszahlung für den Responder ist kleiner 0. Das heißt, es ist kein faires Spiel, wenn die Spieler einigermaßen rational sind, sondern der Proposer hat immer einen Vorteil. Das ist auch klar, weil, wenn Sie zurückdenken an die Vorlesung mit Informationsasymmetrien, derjenige, der die extra Information hat, über die Produktivität oder hier über die Karte, die er gezogen hat, der kriegt eine Informationsrente. Der muss ja irgendeinen Vorteil daraus haben, dass er mehr Informationen hatte als die andere Marktseite. Und das spiegelt sich hier darin wider, dass die erwartete Auszahlung im Gleichgewicht für den Proposer größer 0 ist, ne, und für den Responder kleiner 0. Und das passt zu Ihrem Kommentar. Ne, dass, Sie hatten ja Probleme damit zu sehen, was mit Bluff gemeint ist, weil Sie haben implizit verstanden, dass sie den Vorteil haben, weil dass sie im Erwartungswert einen positiven Payoff haben. Deswegen haben sie gesagt, okay, ich spiele halt immer Race. Okay, also hier geht das, was hier rauskommt, ist eben diese Informationsrente. Genau, und ich denke, ja, Sie haben gesehen, selbst so ein super simples Spiel, da kann relativ viel Mathematik dahinter stecken, besonders wenn es ein sequenzielles Spiel ist. Genau, und deswegen das dritte Spiel, das schauen wir uns jetzt auch noch an, aber das können wir nicht genauso detailliert theoretisch uns ausmalen, weil es viel komplizierter ist. Ne? Also das dritte Spiel ist Legal Dispute Game. Ich habe mal versucht, da die Spielmatrix aufzuzeichnen. Das müssen Sie jetzt nicht mitschreiben, aber da ist natürlich das Problem, wie stellt man das in einem sequenziellen Spiel dar, dass zwischen 0 und 140 eine Forderung gestellt wird. Ne? Und das ist eben hier durch diesen gebogenen Strich. Und darunter in der Mitte ist dann der Entscheidungsknoten für den nächsten Entscheider. Okay? Was haben wir hier? Der Proposer, der Plaintiff, der Kläger. Entscheidet sich für eine Summe X, die er verlangt, zwischen 0 und 140. Und deswegen ist da diese gebogene Linie, weil es ja eine stetige Entscheidung ist. Irgendwo dazwischen wird es getroffen. Der Defendant, der Angeklagte, entscheidet sich, das entweder zu akzeptieren und das zu zahlen oder nicht zu akzeptieren. Und dann ist der Defendant immer noch dran und entscheidet sich dann, wenn er Nein gesagt hat, für ein Gegenangebot, was wiederum stetig ist und zwischen 0 und X liegen muss. Also klar, das Gegenangebot kann nicht größer sein als das ursprüngliche, zumindest nicht in einer Welt, die sich Ökonomen ausdenken. Und daraufhin antwortet der Kläger wiederum mit Ja oder Nein. Bei Ja akzeptiert er das Angebot, das neue. Das könnten wir irgendwie Y nennen von mir aus. Wenn Nein, kommt es eben was ist das Wort auf Deutsch? Zu einer Gerichtsverhandlung. Und da wird gewürfelt. Ja, es ist nicht meine Muttersprache. Da wird gewürfelt
Und aber durch diese gestrichelte Linie hier ist gekennzeichnet, dass der Angeklagte schon ein bisschen vorher weiß. Ne? Also das ist jetzt nicht 100% korrekt dargestellt. Die gestrichelte Linie ist einfach nur für mich jetzt der Tipp hier gewesen. Okay, der Angeklagte weiß vorher schon, was seine Chancen vor Gericht wären. Ne? Und die Intuition dahinter war ja einfach, wenn ich wegen irgendeinem Unfall verklagt werde, potenziell, dann weiß ich im Zweifel am besten, ob ich wirklich fahrlässig war oder nicht. Das heißt, ich kann meine Chancen vor Gericht besser einschätzen. Ne? Das ist der Grund, warum der Defendant hier so früh schon seine Siegeschance vor Gericht kennt, aber auch nur die Wahrscheinlichkeit. Ne? Und er weiß nicht den Ausgang. Ne? Weil den Ausgang, den weiß er erst, wenn der andere Würfelwurf passiert. Und dann kommt raus, ob der eine, wer von den beiden gewinnt, und dann werden die entsprechenden Auszahlungen realisiert. Okay? Ungefähr so würde der Spielbaum aussehen für dieses Spiel. Aber ich hoffe, Sie sehen auch, dass das hier im Prinzip sehr ähnlich ist zum zweiten Spiel, zu dem Signaling Game. Okay? Weil der Angeklagte, der weiß ja sehr früh schon, wie seine Gerichtschancen sind. Okay? Und das Angebot, das Gegenangebot, das er dann macht, das kann man interpretieren als Signal. Ne? Als Signal dafür, hey, ich werde dir nur ganz wenig zahlen, weil ich weiß, dass ich vor Gericht hohe Chancen habe. Okay? Das wäre wahrheitsgemäß, und Bluff wäre eben, man weiß, man hat eine 1 gewürfelt, aber man versucht trotzdem eine niedrige Zahlung durchzusetzen, und das wäre dann eben der Bluff. Okay? Im Endeffekt haben wir hier, das dritte Spiel war nur eine viel kompliziertere Version des zweiten. Okay? Genau, hier kann man jetzt einfach fragen, also jetzt kann ich Sie noch fragen, wie haben Sie dieses Spiel gespielt? Sind Sie da eine bestimmte Strategie? Haben Sie da eine bestimmte Strategie verfolgt? Ne? Und das, die zweite Frage, die haben wir jetzt eben schon beantwortet, was das mit dem Signaling Game zu tun hat. Genau, mich interessiert jetzt, wie haben Sie das Spiel gespielt? Haben Sie eher geblufft? Haben Sie eher viel verlangt? Sie waren immer in den gleichen Rollen, gell? Das ist leider, weil die Paarungen fix sind. Es wäre natürlich spannend für Sie gewesen, auch mal abwechselnd eine andere Rolle zu haben. Okay, aber wie haben Sie sich verhalten? Waren Sie da oben? Waren Sie eher Proposer? Waren Sie Kläger oder Angeklagter? Ich war Kläger, also ich konnte zuerst den Preis bestimmen. Okay. Und dann habe ich eher so, ich weiß nicht, immer so um die 60 Euro rum verlangt, weil es mir dann vielleicht wahrscheinlicher erschien, dass er den Preis annimmt. Okay. Und hat das funktioniert? Ja, das ist schon, glaube ich. Okay, also. Ich hatte nur einmal oder zweimal eine Gerichtsverhandlung. Okay, aber Sie haben quasi so eine Art Gleichgewicht erreicht mit Ihrem Gegenüber. So mit einer Zahlung von 60 ungefähr. Ja, manchmal ein bisschen runter. Okay. Die anderen, wie haben Sie das gespielt? Okay. Ob es 0 Dollar waren oder 140 oder 1 Dollar. Okay. Das war bei mir am Anfang genauso. Also er hat immer alles bezahlt und dann habe ich mich noch dabei angemeldet. Und dann war ich Beklagter. Man konnte das immer sehr gut einschätzen, weil die Wahrscheinlichkeiten immer, man konnte es sehr gut einschätzen.
Und dann kam es auch nicht oft zu einer Gerichtsverhandlung. Und irgendwann habe ich dann auch öfter gewölft und das hat auch immer geklappt. Okay. Also das ging ziemlich gut. Okay. Also ich war auch Angeklagte und bei mir kam es echt oft zur Gerichtsverhandlung, weil ich einfach das Glück hatte, dass meine Wahrscheinlichkeiten immer sehr gut für mich waren. Okay. Und da habe ich natürlich auch kleinere Preise angegeben, die mein Gegenüber dann nicht zahlen wollte. Und deswegen, also habe ich auch das Glück, dass ich nicht so oft verloren habe, die Gerichtsverhandlung. Okay. Und zwischendrin, wenn Sie, hatten Sie dann auch mal niedrige Wahrscheinlichkeiten? Ja, dann habe ich gezahlt. Okay, also Sie haben tatsächlich wahrheitsgemäß gespielt mit Ihrem Signal. Okay. Okay. Bevor wir die Diskussion der Experimente abschließen, haben Sie noch irgendwelche Anmerkungen, irgendwelche Wünsche, falls das irgendwann nochmal gemacht werden würde, was man da anders machen sollte? Haben Sie das Gefühl, das könnte man schon früher in der Vorlesung einbauen oder mehrfach? Ich weiß nicht. Interessant wäre es ja, sowas am Anfang der Vorlesung zu machen, weil dann der Kenntnisstand ja noch nicht da ist und man nicht so viel darüber nachdenkt, dass man tut. Das ist auch mal eine Idee gewesen. Meine Motivation dahinter, das früh in der Vorlesung zu machen, wäre eher, dass dann noch relativ viele mitmachen. Eine Idee könnte sein, die Spiele zu spielen, bevor die Theorie dazu behandelt wird. Ne? Weil, okay, Gefangendilemma haben Sie jetzt rauf und runter diskutiert und Sie wissen, wie Sie sich verhalten sollten und dann ist das immer so ein bisschen komisch. Ne? Also, will ich mich jetzt so verhalten oder soll ich jetzt so tun, als ob ich rational wäre? Und da gibt es tatsächlich auch Studien zu, dass Leute, die VWL studieren, die verhalten sich eher nicht kooperativ. Teilweise, weil sie es so gelernt haben, dass sie sich so verhalten soll. Also, dass der normale, rationale Mensch sich so verhält. Ne? Okay, das wäre eine Überlegung, das immer vorher zu machen. Okay, dann danke ich schon mal für die Anmerkung. Ich hatte noch ausgelost, wer in den jeweiligen Spielen einen Prozentsatz der Payoffs gewinnt. Rein zufällig. Natürlich habe ich vergessen, mein Bargeld mitzubringen. Ich würde einfach jeweils einen Umschlag machen und ihn dann während der vor der Klausur geben, weil da sind sie ja auf jeden Fall da, zu einer der Klausuren. Bitte? Ja, macht nichts, ich bin auch da. genau, das hatte ich jetzt ausgelost. Bei dem Legal Dispute Game musste ich tatsächlich auf 0,1% der Auszahlung runtergehen, weil das Kumulierte ist relativ schnell hochgegangen, weil jeder der Spieler hat ja in jeder Runde auch noch so eine Art Taschengeld bekommen. Ne? Und dann ist es relativ schnell gestiegen in 12 Runden. Okay, aber ich hoffe, es hat Ihnen so ein bisschen Spaß gemacht, die Experimente, und dass Sie auch so ein bisschen quasi echt gespielt haben. Dann, wenn Sie dazu jetzt nichts mehr haben, alle Infos zur E-Klausur, das rein organisatorische. hier stehen zwei Zeiten. Wir schreiben in zwei quasi parallelen Gruppen. In Wirklichkeit ist es nacheinander. Warum? Der Raum hat Platz für maximal 75 Prüflinge. Und genau, ich weiß ja die Zahlen noch nicht, aber meine Erwartung war, dass sich eventuell mehr als das anmelden werden, sodass von vornherein geplant ist, den ersten Termin zumindest in diesen zwei Gruppen zu schreiben. Das funktioniert so, der Raum hat mehrere Ausgänge und die erste Gruppe, wenn die fertig ist, die geht dann zum quasi Hinterausgang raus und vorne, da wo sie auch reingekommen sind, wartet dann schon die zweite Gruppe. Das macht das E-Klausuren-Center immer bei größeren Klausuren und das funktioniert auch problemlos. Wir müssen dann nur die zusätzliche Regel einführen, dass sie nach der Hälfte der Klausur nicht mehr austreten dürfen, weil dann schon die anderen vorne stehen eventuell. Das heißt, wenn sie dass sie bei jeder Klausur einmal pinkeln gehen oder einmal eine Zigarette rauchen, dann machen sie das vor der Hälfte.
und auch rechtzeitig, weil ich kann immer nur einen rauslassen, klar. Also, die erste Zeit ist 9.15 Uhr bis 11.15 Uhr. Ich gebe Ihnen also zwei Zeitstunden, weil es natürlich ein anderes Zeitformat ist, ein anderes Prüfungsformat und eventuell ungewohnt. Da will ich, dass Sie genug Zeit haben. Nichtsdestotrotz sollten Sie natürlich auf jeden Fall tippen können, denn teilweise wird auch Text verlangt. Die zweite Gruppe fängt dann um 11.45 Uhr an. Ich bitte Sie jeweils, also ich teile die Gruppen ein, klar, wenn die Anmeldefrist abgelaufen ist. Anders kann ich es nicht machen. Und wenn Sie dann eingeteilt sind, Sie sollten allerspätestens 15 Minuten vor Beginn da sein. Ne? Also um Punkt 9 hier und um 11.30 Uhr hier fangen wir mit den Infos für den Raum an. Ne? Also die Leute, das technische Personal von der Servicestelle, da sind mindestens zwei Leute da, glaube ich, ja, die sagen am Anfang nochmal was zu dem Raum und den Spielregeln. Ne? Denn es ist ja deren, also da stehen 75 Laptops und da gibt es Spielregeln, also sie sollten nicht irgendwie offene Flaschen mit Getränken da auf dem Tisch stehen haben. Und die werden Ihnen auch nochmal die Oberfläche zeigen, aber das werden Sie vorher schon mal gesehen haben. Aber damit das nicht so unruhig ist, dass dann ständig Leute reinkommen und noch ein letztes Mal auf Toilette gehen, dann sollten Sie auf jeden Fall eine Viertelstunde vorher da sein und auch bereit für die Prüfung. Okay? Wo ist das? Das E-Klausur-Center ist hier unten. Ne? Also wenn Sie hier von diesem... Sie finden das anhand der Karte. Ich bin ganz schlecht im Beschreiben. Und finden von Orten. Aber wenn Sie, also das ist ein relativ neues Gebäude mit Geisteswissenschaften und so drin und mit einer ganz großen elektrischen Tür. Und wenn Sie da reinkommen, ist es schon eigentlich ausgeschildert. Ne? Dann finden Sie es auf jeden Fall. Ein paar Bilder habe ich im Internet gefunden. Ich habe nicht das Urheberrecht für diese Bilder. Ich zeige sie Ihnen trotzdem. Einfach besonders hier bei dem linken Bild sehen Sie, Sie sitzen sich gegenüber. Okay? Das ist für manche Leute ungewohnt und sie sollten sich darauf einstellen. Okay? Ich kann es nicht ändern. Es ist natürlich immer ein Platzproblem. Manche Leute bewegen ihren Mund während der Klausur die ganze Zeit, sprechen ganz leise vor sich hin, also sprechen lautlos vor sich hin. Auch darauf sollten sie sich einstellen, dass sie eventuell so jemand gegenüber sitzen haben. Zur Not, wenn noch ein Platz ist, können sie den Platz wechseln. Eine andere, aber also an sich haben sie freie Platzwahl, okay, das heißt first come, first serve. Falls sie sehr geräuschempfindlich sind, sollten sie Oropax dabei haben, weil die haben noch keine Mauspads da, ne? Und das heißt, die Mausgeräusche sind nicht so, sondern die sind hoffentlich nicht so, sondern so, ja? Und das mal 75. Okay, also ich habe festgestellt, es ist relativ laut durch die Mausgeräusche und auch durch die Tastaturen. Wenn Sie da empfindlich sind, haben Sie eine Frage? Nein. Dann auf jeden Fall Europax oder sowas mitbringen. Dann zum Ablauf. Wenn Sie da reinkommen in den Raum, ist da ein Tisch mit den Etiketten von allen Prüflingen, die auf der Anmeldeliste sind. Da finden Sie Ihr Etikett und nehmen es mit an Ihren Platz. Auf dem Etikett steht auch ein Kennwort, das Sie bitte erst benutzen, wenn Sie aufgefordert werden. Also nicht sofort hinsetzen und so schnell wie möglich das Kennwort eingeben. Also wir werden alle gleichzeitig anfangen. Ja, Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Sie zu wenig Zeit haben. Okay? Falls Sie Ihr Etikett nicht finden, dann sprechen Sie jemanden an von uns. Es kann passieren. Dann versuchen wir eine Lösung zu finden mit einem Gastaccount. Jacke und Tasche tun Sie an die Garderobe. Da gibt es mehrere Garderoben. An dem Platz nehmen Sie wirklich nur das, was Sie brauchen. Also ein paar Stifte für Notizen, was zu trinken, Ausweis, Studentenausweis und, wenn es sein muss, ein Kuscheltier oder irgendeine Art von Glücksbringer.
Aber mehr nicht, okay? Also ich will ja jetzt nicht, dass Sie irgendwie eine Lunchbox stehen haben mit Ihren Sandwiches und am besten noch eine Tüte Chips oder so, Gummibärchen. Also alles, was raschelt, also das muss nicht unbedingt sein, okay? Genau, Sie suchen sich dann einen freien Platz und melden sich noch nicht an. Sie legen Ihren Ausweis und Ihren Studentenausweis bereit. Und wenn alle sich gesetzt haben, dann begrüße ich Sie nochmal offiziell und die Mitarbeiter des E-Klausuren-Centers geben nochmal eine kurze Einführung in die Nutzung des E-Klausursystems. Wenn es danach keine Fragen mehr gibt, loggen Sie sich ein in das Klausursystem. Typischerweise wird so vorgegangen, dass immer pro Tischreihe jemand von dem E-Klausuren-Center durchgeht und Ihnen hilft beim Anmelden. Und in der gleichen Reihenfolge machen wir das dann mit dem Abmelden, okay? Weil wenn alle es gleichzeitig machen, dann haben 23 Leute gleichzeitig Probleme und dann, wir sind nur 3 Leute und dann gibt es Chaos und dann, ja. Deswegen machen wir das so ähnlich wie in einer normalen Klausur mit dem Einsammeln und, Austeilen, okay? Also nacheinander und genau. Zum Einloggen brauchen Sie Ihre Matrikelnummer und das Passwort auf Ihrem Etikett. Und dann können Sie die Klausur starten, aber das zeigt, also wie das genau aussieht, wird Ihnen das E-Klausur-Center auch noch zeigen. Ich kann jetzt schon sagen, es wird, Sie müssen da in der Anmeldeoberfläche angeben, welche Klausur Sie schreiben. Okay? Typischerweise ist da nur eine zur Auswahl, aber in Ihrem Fall wird es 2 zur Auswahl geben. Eine normale für die allermeisten von Ihnen und eine, da steht dran, nach PO 2007 und älter. Okay? Das ist dann für die Leute, die nach PO 2007 und älter schreiben. Wenn Sie aus Versehen das anklicken, ich weiß nicht, ob man das rückgängig machen kann, versuchen Sie einfach, okay, Ihr Gehirn da schon eingeschaltet zu haben und die richtige Klausur auszuwählen. Die Klausuren sind wahrscheinlich unterschiedlich. Okay? Und das ist ein Das kann problematisch werden dann bei der Korrektur. Papier von Notizen stelle ich bereit. Ich will nicht Ihren Notizblock auf dem Tisch sehen. Es ist relativ eng. Also Sie sitzen relativ nah beieinander, auch links und rechts. Und ja, also ich bitte Sie jetzt schon, nicht schwätzen. Ja? Also ich habe nicht viel Spielraum, sie umzusetzen und das heißt, meine Alternative dazu ist, von vornherein in einen Fehlversuch zu geben, okay? Einen Täuschungsversuch und das ist für keinen erfreulich. Es wird kein automatisch eingehaltenes Zeitlimit geben. Das kann man einstellen, aber man ist ein bisschen unflexibel, falls es doch technische Probleme gibt. Im Klausursystem gibt es rechts unten eine sogenannte Navigationshilfe. Dort können Sie sehen, wie viele Fragen es insgesamt gibt. Da sehen Sie, welche Frage Sie gerade bearbeiten. Und Sie können auch einzelne Fragen markieren, um sie später wieder zu bearbeiten. Okay? Also das ist ganz praktisch. Alles, was Sie während der Klausur eingeben, können Sie im Nachhinein noch ändern. Okay? Das ist ganz wichtig für Sie. Also wenn Sie eine Frage beantwortet haben, auf die nächste gehen, dann ist es nicht abgegeben. Okay? Sie geben die Klausur nur komplett als Einheit ab. Rechts unten gibt es ein Feld, das heißt Submit. Ich glaube, inzwischen steht da auch auf Deutsch Abgabe. Da sollten Sie erst am Ende der Klausur draufklicken. Okay? Ich glaube, es ist noch nicht implementiert, dass dann, also wenn Sie noch nicht alle Fragen beantwortet haben, dann kommt eine Warnung, ja, Sie haben noch nicht alles bearbeitet, möchten Sie wirklich abgeben, aber wenn Sie schon alle Fragen mal angefangen haben zu beantworten und dann aus Versehen auf Abgabe gehen, dann gibt es keine Warnung, okay? Das ist relativ viel Aufwand, ne, das wiederzuholen. Also, drücken Sie auf Abgabe, wenn Sie abgeben wollen, okay? Und zwar erst am Ende, nach Aufforderung durch einen Mitarbeiter vom E-Klausur-Center, nicht einfach draufklicken, bitte. Es gibt auch gar keinen Grund, warum Sie da draufklicken wollen, okay? Wie bei einer ganz normalen Klausur gilt auch, dass Sie vor Antritt der Prüfung entscheiden müssen, ob Sie prüfungsfähig sind.
Wenn Sie den Versuch antreten, dann wird der Versuch gewertet, auch wenn Sie im Nachhinein noch ein ärztliches Attest für den Tag vorbringen. Okay? Wir nehmen an, Sie sind mündig, Sie können selber für sich entscheiden, ob Sie prüfungsfähig sind. Und wenn Sie den Versuch antreten, dann wird der Versuch auch gewertet. Okay? Jedes Handy oder andere mobile Endgerät, das ich bei Ihnen am Platz finde, werde ich im Zweifel als Täuschungsversuch werten. Okay? Das heißt, ich werde es auch am Anfang zweimal sagen. Handys aus und in die Jacke oder in die Tasche. Okay? Es ist nicht schwer. Wenn Sie jemand sind, der unbedingt eine Uhr vor sich haben muss, dann stellen Sie sich einen Wecker oder Ihre Armbanduhr hin, aber nicht Ihr Handy. Okay? Ich werde es Ihnen wegnehmen und im Zweifel wird es als Täuschungsversuch gewertet. Denn ich kann nicht genau nachvollziehen, ob Sie es vielleicht zum Spicken benutzt haben. Und im Zweifel werde ich es so interpretieren. Okay? Verlassen des Raums, nur einzeln nach Genehmigung durch die Aufsicht, klar. Ja, spezifisch für den Raum ist, dass Getränke nicht auf den Tisch gehören, sondern Sie stellen Ihr Getränk auf den Boden und wenn Sie was trinken möchten, dann rücken Sie mit Ihrem Stuhl ab und trinken dann weiter weg vom Tisch. Das ist, damit die Rechner nicht beschädigt werden, klar. Ne? Und wenn Sie Ihr Getränk auf den Tisch stellen, dann wird relativ bald auch einer von den E-Klausur-Center-Mitarbeitern zu Ihnen kommen und Sie zunächst freundlich und später nicht so freundlich hinweisen, dass Sie das nicht tun sollen, okay? Also, Sie können was zu trinken mitbringen, aber es muss auf dem Boden stehen. Ganz einfach. Okay. Die Angst, die jeder hat, mitten in der Klausur stürzt Ihr Rechner ab. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist kein Problem. Sie sollten da nicht anfangen zu weinen oder zu schreien. Alles, was Sie eingeben, wird ungefähr alle 3 Minuten automatisch im Hintergrund gesichert, ne, auf einem externen Server. In der letzten E-Klausur hatte ich schon den Fall, dass ein Prüfling eine Stunde lang an der Textaufgabe gesessen und auf einmal war der ganze Text weg. Okay? Das konnte ich alles aus der Sicherungskopie mir wieder rausholen und ich habe es alles korrigiert. Okay? Das ist kein Problem. Wenn es ein Problem gibt, bewahren Sie Ruhe und sagen einem der Mitarbeiter Bescheid. Zur Not werden Sie umgesetzt an einen anderen Rechner und dann Sie können an der Stelle, wo Sie aufgehört haben, weiterschreiben. Okay? Genau. Ihre Antworten werden ständig gespeichert. Sonstige Hinweise. Das habe ich schon gesagt. Sie sitzen in der Regel jemandem gegenüber, stellen sich darauf ein. Es ist relativ laut. Austreten nur bis zur Halbzeit. Wie sieht die Oberfläche genau aus? Das habe ich Ihnen jetzt heute nicht gezeigt. Ich habe da letztes Wintersemester schon ein Video zu gemacht, wie die Oberfläche aussieht. Schauen Sie sich das an, einfach damit Sie schon ein Gefühl dafür haben. Außerdem gibt es noch von der Uni Kassel auch ein Infovideo zum E-Klausur-Center. Ne, das ist eher so ein bisschen Werbevideo, aber da sehen Sie auch, ne, wie der Raum aussieht und so. Da können Sie auch mal reinschauen. Das ist, glaube ich, nur so 10 Minuten oder so. Habe ich Ihnen hier verlinkt. Genau. Und ich hatte ja gesagt, bei den Wiederholungssitzungen zeige ich Ihnen dann, wie konkret Fragen aus unserer Vorlesung aussehen könnten in der E-Klausur. So, jetzt haben Sie vielleicht noch Fragen. Oder auch nicht. Mehr habe ich nicht zu sagen im Moment zur E-Klausur. Haben Sie die Rundmail nicht bekommen? Nein. Warum nicht? Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich die Benachrichtigung einfach noch nicht bekommen. Jetzt gucke ich die Nachrichtung an. Ich hatte vor ein paar Wochen geschrieben, dass alle mich nochmal anschreiben sollen, die nach alter PO schreiben. Das haben Sie wahrscheinlich nicht gemacht und dann schreiben Sie mich halt nochmal an. Ich hatte schon rumgeschrieben, also ich kann es Ihnen auch so sagen, die Sitzung zu spontanen Institutionen. Die sind für Sie nicht relevant und dafür zusätzlich ein Kapitel aus dem Schäferort zu Immaterialgüterrechten. Und dazu werde ich auch keine extra Vorlesung halten, weil es so wenig Leute sind. Aber schreiben Sie mir. Und lesen Sie Ihre E-Mails, bitte. Keine Fragen?
dann, ja, falls es keine überwältigenden Wünsche mehr gibt, dass die Wiederholungssitzungen im Hörsaal gehalten werden, ist das heute quasi die letzte Vorlesung im Hörsaal gewesen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen oder werden was mitnehmen, wenn Sie fertig gelernt haben. Ich hoffe, die Klausur gelingt Ihnen erfolgreich und wir sehen uns dann spätestens bei der Klausur wieder.